ja, ich habe die Schienen hier anders gebaut und das Glas habe ich weggebaut, weil das sah einfach nur kacke aus. Und man hat dauernd Kollisionsschaden gekriegt. Das hat auch sowas von genervt. Naja, also hier sind wir jetzt wieder im Lagerhaus. Hier habe ich eine Tür gebaut. Okay, jetzt zeige ich euch das Lagerhaus. Halt, soll eine Überraschung sein. Okay, ich habe doch gesagt, dass ich hier alles ein Lagerhaus bauen will, ne? Da, wo vorher die Monster waren. Und schaut mal, was ich jetzt gebaut habe. Wusch. Ja, ich habe ja alles überall Truhen hingebaut. Für jeden Rohstoff. Nicht für jeden Rohstoff, für jede Rohstoffart halt. Kommen noch weitere. Ich will noch einen zweiten Stock so bauen. Ja. Das hat mir schon einiges Holz gekostet. Hier muss ich noch Schilder platzieren, aber gut. Die Truhen habe ich gestern erst alle platziert. Hier kommen noch welche hin, dazwischen diesen Fackeln hier, überall. Da fehlt es noch bei einigen. Also gut, dann zeige ich euch, wie ich das lagern will. Hier kommt das Naturzeugs rein. Saplinge und Leaves. Und Gemüse wie Kürbisse und Mushrooms. Hier kommt die Wolle rein. In verschiedenen Farben. Da habe ich keine Zuordnung dafür. Färbemittel will ich ja auch noch eins reinmachen. Werkzeuge. Versteht sich von selbst. Spitzhacken. Äxte. Haus und auch Schaufeln. Gut, was ist hier? Moment. Das sind Holz und Sticks. Da habe ich noch nichts reingelagert. Ich werde das immer gleich verwenden, wenn ich was habe. Hier kommen die Erze rein. Kohle. Gold und Diamanten. Die Diamanten habe ich in Blöcke umgewandelt. Lapis und Redstone. Und Eisen. Kann ich gleich rein tun. Okay. Was kommt hier? Oh, da habe ich gar keinen Schild platziert. Hehe. Ach ja, hier kommt Gravel und Flint rein. Hier ist Flint, hier ist Gravel. Und hier kommt die Erde rein. Die ist aber auf der anderen Seite. Und hier kommen die Cobblestones. Die sind so auch wieder am Ende. Gut, das will ich euch jetzt zeigen. Ach ja. Zeige ich euch mal die andere Seite. Leitern steigen ist sehr ermüdend. Das habe ich euch auch noch gezeigt. Hier geht der Weg weiter. Ja. Hier kann man die Aussicht beobachten. Also es war im letzten Part auch schon vorhanden. Das habe ich bloß vergessen euch noch zu zeigen. Hügelkuppe B, das kann ich eigentlich wegmachen. Weil die waren vorhin getrennt, die habe ich dann verbunden. Hier kommen die Tierspawning Grounds. War früher. Das will ich jetzt umbauen. Also im letzten Part war das noch da, aber hier war Wasser. Das war aber ziemlich, was soll ich sagen, ungleichmäßig platziert. So dass ich das jetzt anders baue. Hier ist der Wasserfall nach unten. Wow. Hier ist wieder die andere Seite. Zack. Mist, was habe ich jetzt getan? Was habe ich getan? Oh. Nein! Hä? Also. Okay, hier baue ich weiter. Hier will ich eine Monsterfalle bauen. Halt, hier werden die Spawning Grounds sein. Hier habe ich TNT verwendet, dass ich einen Dungeon gefunden habe, das Schießpulver. Die habe ich auch weiter gebaut während der Zeit. So Ende von September, August. Jetzt zeige ich euch den Weg, den ich gebaut habe. Ich habe nämlich den Weg in den Süden gebaut, damit ich halt ständig irgendwo, ja, irgendwo rum irre und ständig meine Karte mitnehmen muss. Okay, den Weg, den seht ihr hier. Der ist einspurig, ich will noch zweispurig machen. Hier an der Stelle. Aber ab hier wird er zweispurig. Gut, laufen wir den Weg einfach entlang. Dieser Weg wird steinig und schwer.
Aber zuvor ich euch den Weg komplett zeige, unterbrechen wir kurz diesen Weg. Lauf. Hier geht der Weg weiter. Und der führt zum Turm. Den habe ich euch im letzten Part gezeigt. Das war diese Turm mit der Aussicht, den ich euch am Schluss gezeigt habe. Moment, muss kurz husten. Ja, das mache ich jetzt immer, wenn ich husten muss. Dann mache ich das jetzt, tue ich das jetzt weiter weg. Gut, der Turm ist hier oben. Ich habe den jetzt aus Steinen gebaut, statt aus Holz. Aus Steinen sieht der besser aus. Den Weg, den will ich noch zum Turm bauen, habe ich glaube ich schon gesagt. Aber bis hierhin habe ich den noch nicht gebaut. Hier sind schon ein paar Vorlagen, die ich gebaut habe, damit ich hier hoch kann. Und ihr seht den schon, ne? Hier ist der Turm. Die Cobblestones muss ich wegmachen, die sind kacke aus. Die habe ich nur platziert, damit ich da das Holz wegbauen kann und durch Steine ersetzen kann. Also die Cobblestones, die kommen später weg. Die Erde hier auch. Oh, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht runterfall. Also hier habe ich jetzt zwei Fenster gebaut. Das sieht viel besser aus von außen und von innen her. Aus Glas werde ich das nicht bauen. Das soll so sein, wie es jetzt ist. What if? Da war mal einer faul hier! Was soll denn die Scheiße? So. Hier sieht man die Aussicht wieder. Allerdings viel besser. Ja, hier seht ihr. Oben auf dem linken Bildschirmrand seht ihr unser Lagerhaus. Und vom Lagerhaus sieht man auch diesen Turm hier. Moment, husten. Okay. Na, komm schon. Nach unten. Also, ich will hier Steintreppen hinbauen. Das ist, glaube ich, viel besser als diese Holztreppe. Okay. Was habe ich noch? Das Geisterhaus habe ich auch weiter gebaut. Ui. Dann gehen wir jetzt zum Geisterhaus. Ich schneide es, bis gleich. Okay, wir sind wir. Geisterhaus habe ich auch weitergebaut. Aber ist noch nicht fertig. Da habe ich auch nur ganz kurz weitergebaut. Also, hier habe ich weiter versucht, es zu verschandeln. Der Boden, den habe ich jetzt gut hinbekommen, sodass da Löcher sind und veraltete Stellen. Treppe, die ist auch kaputt. Das ist mir auch gut gelungen. Hier sind Löcher im ersten Stock und es ist hier aufgerissen. Und hier unten habe ich nichts gebaut, also da lohnt sich nicht, dass ich euch was zeige. Gut, dann sehen wir uns gleich im Zombiehaus wieder. Da habe ich nämlich auch weitergebaut. Gut, hier sind wir im Zombiehaus. Hier ist der Weg, den ich euch vorhin gezeigt habe, also führt bis hierhin. Und jetzt gehen wir hier rein. Ja, ihr seht es wahrscheinlich. Hä, was hat denn der da weitergebaut? Ich verstehe nicht. Da ist ja gar nichts weitergebaut worden. Oh, doch, es wurde hier weitergebaut. Und zwar hier unten. Moment, ich brauche mal schnell ein Schwert. Oh, ich habe kein Schwert. Dann crafte ich mir schnell eins. Erstmal alles ablegen. Okay, habe ich Steine? Ja, habe ich. Goldschwert, nee. Goldschwerter sind so nutzlos. Sie sind zwar schneller als Diamantenschwerter, aber verbrauchen extrem schnell. Schneller als Holzspitzhacken. Holzschwerter. Gut, hier habe ich eine Arena eingebaut. Und hier werde ich auch gleich kämpfen.
Hier ist die Zuschauertribüne. Kann man bejubeln den Typen, der da kämpft. Hier geht's hoch. Quasi so als, ja, Zwischengang. Als kein Sitz, sondern das sind die Sitze, die Half Steps, das sind keine Sitze. Habe ich mit Cobblestones auch wieder gebaut. Also ich habe in August sehr viel mit Cobblestones gebaut. Und jetzt kämpfe ich. Auf der einen Seite Kevin LP. Auf der anderen Seite der Zombie. Let's get ready to rumble. Na komm schon. Spawn endlich. Hallo! Hallo! Ist es so easy? Ja. Oh, warum spawnt da nix? Oh! Komm her, du! Gladiator in Überfülle. Na komm schon! Einer noch! Na los! Okay, das spawnt nichts mehr. Dann schalte ich wieder auf Peaceful und wir gehen weiter. Hab ich euch alles gezeigt? Was habe ich noch gebaut? Ah ja, den Weg, den zeige ich euch auch noch. Moment, Husten. Okay, ist der Weg, der führt bis zu meinem Leuchtturm von hier, also von meinem Lagerhaus, der geht dann bis hier zum Zombiehaus und zu meinem Leuchtturm. Scheiße, ich habe meine Karten nicht mehr. Moment, ich hole sie schnell. Okay, hier sind sie. Zack, zack, zack und zack. Gut. Ja, ihr seht, ihr habt da viele Lava-Eimer, das zeige ich euch später. Warum ich die gebraucht habe. Später fahren wir nämlich komplett mit meinem Gleis, also mit meinem. Also ganz am Schluss fahren wir noch mit meinen Eisenbahnen, die ich gebaut habe. Die ist noch nicht fertig. Die soll rum führen durch mein ganzes Gelände, das ich gebaut habe. Okay, laufen wir mal den Weg. Ich habe mich schon gefragt, ob ich den Weg von hier über den See baue, aber dann würde sie komisch aussehen. Ich habe es auch noch gemacht, dass es zur Landschaft passt. Hier ist der Leuchtturm, den ihr erinnert euch vom letzten Part, den ich gebaut habe. Also ich habe mir schon gefragt, ob ich hier diese Höhle hier intrigiere. Also da habe ich nichts gebaut, die war natürlich hier. Aber ich habe mir schon gefragt, ob ich hier den Luxus gönne und in der Durchbau und durch den See, aber der See würde dadurch komisch aussehen, wenn ich das machen würde. Deswegen habe ich das jetzt so gebaut. Gut, hier endet der Weg. Hier unten. Ich habe mich schon gefragt, ob ich den so weiterbaue. So hin und dann so zum Dock, zum Leuchtturm hin. Aber das könnte schwierig werden. Weil hier würde dann das Ganze ja viel abeben. Also würde es dann abgeben, dann ist hier so ein riesiger Berg, so ein kleiner. Den müsste ich dann alles wieder in Ordnung bringen. Und ja. Okay, dann sehen wir uns gleich beim Zombiehaus wieder, dann zeige ich euch die andere Seite des Weges. Gut, bin ich wieder beim Zombiehaus. Ich werde mir jetzt angewöhnen, alles zu schneiden, was gelaufen ist bei einem Let's Show. Aus dem nächsten Part werdet ihr nicht mehr gelaufen sehen zu anderen Orten, die ich gebaut habe. Sondern die werden jetzt immer zugeschnitten. Gut, also hier habe ich den durch den Berg gebaut. Das muss weg, das habe ich ab